Oh nein, sie dreht sich wieder um. Bloß nicht bewegen, bloß nicht bewegen. Nicht bewegen? Jetzt oder nie, sage ich. Ich liebe dich. Rotes Licht, grünes Licht, rot, rot, rot. Bei grün darfst du gehen, bei rot bleibst du stehen. Herz steht für Liebe, ich liebe dich, ich möchte mit dir gehen. Yes, ich kann nicht glauben, dass mein Traum wahr wird. Und was ist mit dem Spiel? Wer hat denn gewonnen? Ich liebe dich so sehr. Komm her für einen Kuss. Küssen? Nein, nein. Rotes Licht. Hä? Huh? Was ist denn? Warum willst du keinen Kuss? Nein, wir haben andere Pläne vor. Ins Kino? Ist das ein Witz? Knutschen wäre mir lieber. Rotes Licht fürs Knutschen und grünes Licht fürs Kino. Lass uns gehen. Ich will nicht die Vorschau verpassen. Das ist zu schnell. Langsamer. Zum Glück, wir haben es pünktlich geschafft. Setz dich hin. Die Vorschau beginnt jeden Moment. Was zum Geier? Ist das ein Blatt in meinem Mund? Weg mit diesem ganzen Müll. Was macht das Paar dort drüben? Sie füttert ihn mit Popcorn. Ich habe verstanden. Grünes Licht fürs Füttern von Snacks. Der Trailer ist echt groß. Was sollte das denn? Das war etwas Skipopcorn, aber danke, lieb von dir. Freund gibt grünes Licht für mehr Popcorn. Rotes Licht, das stellen wir besser zur Seite. Ich bin voll. Was macht das Paar dort drüben jetzt? Oh, sie hält seine Finger in ihrer Hand fest. Berührung bedeutet noch mehr Zuneigung. Oh, sie will Händchen halten, wie niedlich. Nein, nein, nein. Bleib stark und ignoriere den Schmerz. Wie kann ich ihm noch mehr Zuneigung zeigen? Du meine Güte, die beiden küssen sich. Scheint so, als wäre nun die richtige Zeit zum Knutschen. Spitz die Lippen, wir werden uns nun küssen. Was? Nein, ich will nicht. Du machst voll das verrückte Gesicht. Oh, wow. Funkel, funkel, kleiner Diamant. Der Ring wird ihr bestimmt gefallen. Oh, da kommt sie. Ich verstecke den Ring, bis es soweit ist. Hallo, Freund. Danke für die Einladung zum Essen. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Mir gefällt, was er heute anhat. Sein Aussehen gefällt mir auch gut. Oh, er hat sein Handy auf dem Tisch liegen lassen. In seinem Handy stöbern wäre ein Vertrauensbruch. Oh, rotes Lichthand, du darfst dich nicht selbstständig machen. Rotes Licht habe ich gesagt, was soll das? Hör auf damit! Oh, für die Entsperrung des Handys wird ein Passwort benötigt. Ist es vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dies scheint nicht das Passwort zu sein. Moment, ich weiß, wie ich in sein Handy komme. Gut, dass ich für solche Situationen einen PC dabei habe. Ich habe mich hineingehackt. Grünes Licht für sein Handy. Oh nein, wo auch immer er war, er ist auf dem Rückweg. Muss die Vertrauensbruchbeweise verstecken. Oh wow, er kommt mit Rosen und einem Geiger zurück. Er nutzt Romantik, um unsere Liebe zu stärken. Es funktioniert. Die Rosen sind... Die sind für dich. Oh wow, er macht dir echt einen Heiratsantrag. Häng dich rein, Bro. Ein Ring. Du möchtest mich heiraten. Meine Antwort ist, wieso schützt du dein Handy mit einem Passwort? Das war's dann wohl mit dem Heiratsantrag. Dann sollte ich wohl auch lieber gehen. Er ist geflohen. Ich bin nun traurig. Sorry, Schatz, ich brauche mein Handy. Das sieht sehr lecker und schmackhaft aus. Rotes Licht. Aui, aui, autsch, mein kleiner Finger. Dieser Keks gehört mir. Nein, vergiss es. Das ist mein Keks. Der gehört mir allein. Ich bin von deiner Reaktion verwirrt. Ich werde versuchen, den Keks aus deinem Besitz zu stehlen. Ich bin aber wohl zu schnell für dich. Ha, ja. Du willst den Keks? Dann verteidige ihn. Er möchte kämpfen. Grünes Licht fürs Kämpfen. Rotes Licht für deinen Sieg. Abgewehrt und wieder abgewehrt. Sein Abwehrmechanismus ist besser als erwartet. Du solltest mich nicht unterschätzen. Ich mache keine halben Sachen, wenn es um Kekse geht. Du wehrst alle meine Angriffe ab. Du bist zu schnell. Easy, deine Angriffe sind vorhersehbar. Und wie ist es damit? Und damit? Okay, Moment, ich muss meine Angriffe richtig timen. Ha, erwischt. Und nun kommt mein Supermove. Na, gefällt dir dieser Move?
Wenn wir tanzen, werde ich dich nun drehen. Wow! Ein erfolgreicher Sieg. Ich bin nun rechtmäßige Besitzerin des Kekses. Ich esse ihn nun. Er schmeckt sehr süß und gut, so wie erwartet. So langer Tag. Ich bin richtig platt. Kann's kaum erwarten, mich hinzulegen. Das Kissen muss noch aufgeschüttelt werden und ich spiele noch ein bisschen auf dem Handy. Das wird mir bestimmt beim Einschlafen helfen. Ich begebe mich nun in den Ruhezustand. Mein Körper muss sich erholen. Yeah, ich bin gut in dem Spiel. Was ist das für ein störendes Licht? Rotes Licht fürs Handy. Oh, sorry, du hast recht. Ich höre auf. Schläft sie schon? Sieht so aus, dann zocke ich weiter. Die störende Lichtquelle zeigt sich erneut. Das reicht nun, ich nehme dein Handy weg. Wir gehören in den Ruhezustand. Spielen verzögert die Erholung. Nein, mein Handy! Damit bist du zu weit gegangen! Zerstört mein Handy und geht dann schlafen. Es gibt eine vierte Dimension. Den Donut will ich aber nicht. Zu viele Unterbrechungen des Ruhemodus. Verschwinde aus dem Bett, ich möchte schlafen. Wow, was sollte das denn? Wieso wirfst du mich aus dem Bett? Oh nein, nicht bewegen. Das ist mein Teddybär. Er behält dich im Auge, solange ich schlafe. Endlich kann ich ohne Störungen in den Ruhemodus zurückkehren. Oh, Mann, war das schwer. Echt anstrengend. Ich habe die restlichen Einkaufstüten hineingebracht. Nice, danke schön, Süße. Boah, ich habe so Hunger. Ich freue mich echt aufs Essen. Zuerst werde ich das Sandwich probieren. Mmh, echt lecker. Genau, was ich brauche. Ich nehme nun auch etwas nahrhafte Kost zu mir. Oh Mist, mein Handy klingelt. Ich gehe mal dran. Hallo? Ja, warte kurz. Das muss ich mal nachsehen. Er ist gegangen. Er hat sein Essen stehen lassen. Das ist meine Chance, seine Sandwiches aufzuessen. Ich verschlinge nun das Essen. Ab in meinen Magen. Köstlich. Ich werde noch mehr essen. Sehr gut. Meine Geschmacksnerven sind entzückt. Auf diesem Teller ist noch mehr Essen für mich übrig. Ja, schon klar, Bro. Der Boss ist eine harte Nuss. Was ist mit meinem Essen passiert? Da ist ja alles weg. Jeder einzelne Teller ist leer. Da ist nichts mehr übrig. Babe, hast du mein ganzes Essen verputzt? Das war zufriedenstellend. Sandwiches sind mein Lieblingsessen. Oh, ist das etwa ein Insekt? Eine Kakerlake. Siehst du das Insekt? Du musst etwas dagegen tun. Oh mein Gott, ich bin schon dabei. Mein Schuh wird dein Ende sein. So, Kakerlake, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Du planst, das Insekt mit einem Schuh zu beseitigen? Stirb! Seine Überreste sind unauffindbar. Wo sind sie? Hä? Habe ich sie etwa nicht erwischt? Oh, ich habe die Kakerlake relokalisiert. Stillhalten, sonst entkommt die Kakerlake. Sie sitzt auf deinem Kopf. Was? Auf meinem Kopf? Ich kümmere mich darum. Rotes Licht für Insekten. Mission erfolgreich abgeschlossen. Wie würdest du mit einer Kakerlake auf deinem Kopf umgehen? Lass es uns wissen. Und vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst.